Sponsorinfo. Hallo ihr Lieben. Bevor es gleich losgeht mit der Folge, haben wir noch einen kleinen Hinweis für euch. Oder besser, einen kleinen Denkanstoß von unserem Sponsor MSD Tiergesundheit. Genau, und zwar geht's schlicht und ergreifend darum, dass ihr euch einmal ganz grundsätzlich darüber Gedanken macht, wie ihr eure Fellnase ganzjährig vor Flöhen und Zecken schützt. Die Blutsauger haben zwar gerade Hochsaison, aber wegen des Klimawandels gibt es sie mittlerweile ja schon das ganze Jahr. Zecken zum Beispiel können schon ab 4 Grad aktiv werden und Flöhe, ja, die sind sowieso das ganze Jahr über da. Mit den Temperaturen steigt leider auch das Risiko einer von Parasiten übertragenen Erkrankung. Bei Hunden geht das von der quälenden, juckenden Flohspeichelallergie bis hin zu gefährlichen Infektionskrankheiten wie Borreliose oder auch Babesiose, die sogenannte Hundemalaria. Das beste Mittel dagegen ist immer noch Vorbeugen. Und da haben die Tierarztpraxen nun Gott sei Dank verschiedene Mittel und Möglichkeiten, euren Hund das ganze Jahr zu schützen. Darum meine Empfehlung. Sprecht einfach mit eurer Tierärztin oder eurem Tierarzt darüber, wie ihr euren Liebling das ganze Jahr über zuverlässig vor Parasiten schützen könnt und lasst euch da einfach beraten. Das war's schon. Das war's schon. Na dann, los geht's mit der Hunderunde. Sponsorinfo Ende. Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Hallo ihr Lieben, es ist wieder Hunderunde-Zeit und ist vielleicht heute eine ungemütlichere Zeit, denn wir haben uns tatsächlich aus Sicherheitsvorkehrungen dafür entschieden, dass wir uns drinnen treffen, denn wenn wir diese Folge nämlich aufnehmen und ihr sie dann erst später hört, soll es aber heute eigentlich so das erste große starke Sommergewitter geben. Bleibt ja mal abzuwarten, ob es dann am Ende wirklich so kommt oder es dann doch am Ende nur ein bisschen mehr Regen war. Aber Vorsicht ist ja besser. Als Nachsicht. Als Nachsicht, genau. Nicht, dass wir am Ende pitschnass gewesen wären. Nicht, dass uns das schon mal passiert wäre. Nee, kann ja gar nicht passieren uns. Ich erinnere mich noch das eine Mal in der Einriede. Mhm. Da haben wir gedacht, ach, so schlimm ist gar nicht. Regenradar hat zwar Regen angesagt, wir beide dachten uns, komm. Das stimmt doch nie so 100%. Ja, Pustekuchen. Und ihr könnt raten, einer von uns war gut ausgerüstet, einer nicht. Nala war gut ausgerüstet. Ja, wir waren so nass. Ja. Es war auch echt nicht mehr witzig irgendwann, weil das hat einfach so geschüttet, also wirklich geschüttet wie aus Eimern. Ja. Das war irgendwann einfach nur noch unangenehm. Das war wirklich unangenehm. Die Hand wird einfach auch echt kalt, wenn du halt sozusagen das Mikro die ganze Zeit in der Hand hältst, das ist unangenehm. Es war auch Herbst, also es war halt auch viel, viel kälter als jetzt. Jetzt haben wir ja 26 Grad draußen. Super schwül. Genau, also jetzt ist ja irgendwie ganz andere Voraussetzungen, aber angenehm ist das trotzdem nicht. Nee, definitiv nicht. Deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen das doch mal zum Anlass, um mit euch so ein bisschen Gewittertraining zu machen, weil es kann ja sein, ähnlich vielleicht so ein bisschen wie bei Silvester, kann ich mir das vorstellen, dass der ein oder andere Vierbeiner damit vielleicht ein Problem hat, oder Lisa? Absolut, ja. Es gibt wirklich vielen Hunden, denen das so Unbehagen macht. Mhm. Manche Hunde, die da wirklich auch krasse Ängste mit ausstehen müssen. Wie geht's Nala so bei Gewitter? Glücklicherweise, ich habe vorhin schon auf Holz geklopft, ist Nala da ziemlich tiefenentspannt. Bei Silvester ja schon. Also man muss schon sagen, wenn das jetzt einmal so laut knallt, dann erschreckt sie schon mal oder dann guckt sie mal so ein bisschen verwirrt rum. Mhm. Aber es ist okay. Ja. Was eher komisch ist, ist, wenn es so dolle windet. Und wenn es dann so klackert irgendwo am Haus, dann hat man so das Gefühl, dass sie schon so ein bisschen komisch guckt. Und dann hat sie auch schon mal geknurrt, weil sie das nicht zuzuordnen wusste. Dieses Geräusch, was es halt sonst nicht gibt. Die Einbrecher. Ja, genau. Also das dann eher. Aber das ist nicht, weil sie Schiss hat. Das ist eher so Unbehagen, Unsicherheit. Mhm. Und ja, also das hat sie schon. Ja, bei Daska ist es, glaube ich, auch. Also die ist relativ entspannt eigentlich. Ich wüsste nicht, dass sie irgendwie schon mal gebellt hat oder so. Ich meine, ich krieg's ja jetzt auch gar nicht mehr so häufig mit, muss man dazu ja auch sagen. Aber zumindest in der Zeit, wo ich ja noch mehr zu Hause war, jetzt bin ich ja eher nur mal am Wochenende da, war es schon so, dass das eigentlich vollkommen okay war. Unsere Katze hatte eher Probleme damit. Ach echt? Was macht die? Die kann nicht drin sein. Also, ach, die muss dann raus? Sie muss raus. Sie drin tickt die komplett aus. Sie ist dann ganz, also die ist wirklich komplett unruhig und verkriecht sich dann auch unters Bett. Aber auch da ist sie nicht das sicher irgendwie
genug, sie muss anscheinend irgendwie sich draußen, hat sie anscheinend, wir wissen auch nicht, wo es ist, aber anscheinend hat sie da für sich ein Versteck, wo sie sich sicherer fühlt. Also lassen wir sie verrückt. Tatsächlich bei Gewitter raus. Ach. Weil die kann nicht drin sein. Das hätte ich jetzt überhaupt gar nicht gedacht. Ja, klingt auch total absurd. Ja, aber wo ich das gerade erzählt habe, klingt es auch noch absurder, aber es ist tatsächlich so. Die ja, das nicht. Also ihr werdet das ja schon 2-3 Mal ausprobiert haben, solange sie immer wieder entspannt wiederkommt und es für sie anscheinend ja irgendwie doch besser ist, was auch immer, ne? Sie ist ja jetzt schon 16 oder schon 17. Ja gut, dann hat sie es ja schon 1-2 Mal erprobt, ja, ne? Also sehr wahrscheinlich wird sie heute auch rausgehen. Wahr. Es ist irgendwie widerstrebt einen so, ne? Dass man so voll ein Tier dann so in schutzlos nach draußen lässt. Das war auch so, aber es war die ersten Male so komplett irgendwie so, wir wussten gar nicht, was wir mit ihr anfangen sollten und da gab es das gar ja noch gar nicht. Mhm. Das gar kam ja erst später. Und die ersten Male war wirklich so, hey, hier drinnen ist doch viel entspannter für dich, aber sie kann das überhaupt nicht verorten und das sind wahrscheinlich genau diese Geräusche halt. Ja, die sie sonst nicht kennt, ne? Die sie sonst nicht kennt und wahrscheinlich denkt sie irgendwie, das Haus stürzt ein oder sowas, keine Ahnung. Ja. Und, vertraut dem ganzen Ding nicht und sagt so, ich suche mir jetzt meinen eigenen Schutzraum. Bei uns sind ja Ziegen eingezogen und ich bin ganz gespannt, die machen ja auch das erste große Sommergewitter mit. Ja. Wie die das so überstehen. Also die kommen natürlich auch in den Stall und da werden alle Schotten dicht gemacht, aber keine Ahnung. Also vielleicht sind die auch super tiefenentspannt. Ne? Die haben sich ja zu dritt, sind die ja in einem Rudel und sind da auch ziemlich entspannt, aber ja, es ist das erste Mal auch für uns in dem Haus, wenn es so richtig dolle regnet. Tatsächlich muss man sagen, unser eines Kellerfenster ist nicht ganz dicht. Ja, schön. Dann habe ich von Steffen angerufen und meinte, du, unser Kellerfenster ist noch nicht ganz dicht. Er meinte, ja, aber das ist zum Glück zur Nichtwetterseite. Und ich, ja, okay. Ja, außerdem ist doch ein guter Test, ob es hält. Okay. Ich hoffe nicht, dass ich heute Nacht Wasser schippen muss. Ja, ich drücke die Daumen. Ich werde aber definitiv nachfragen. Und Lisa wird dann berichten. Oh mein Gott. Ich muss zugeben, ich hatte als Kind tatsächlich Schiss vor Unwetter. Meine Mama hat das geliebt. Meine Mama ist nachts aufgestanden, stand am Fenster und hat sich das angeguckt. Und ich fand das schon immer, also ich fand das jetzt nicht schlimm. Ich hatte jetzt auch keinen Schiss, aber ich fand das nie cool. Also ich konnte mich jetzt nicht ans Fenster stellen und sagen, wow, das ist aber ein toller Blitz. Fand das immer schon seltsam. Und diese Gewalt, die da einher mitgeht, dieses Einschlagen, dass dann irgendwas anfängt zu brennen, irgendwas stürzt um, das war mir schon immer komisch und habe das auch bis heute. Also ich habe keinen Schiss, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das richtig angenehm finde. Ich finde das auch nicht gemütlich. Gemütlich finde ich das auch nicht, aber ich habe kein Problem damit. Ich fand das eher immer spannend. Wir haben dann auch immer früher natürlich immer gezählt dazwischen. Ja, das als haben wir Kinder auch. Ja, genau. So, wie dicht der Blitz vom Donner entfernt ist oder genau, wie weit entfernt, dann ist der, wie sagt man, dann ist das Unwetter noch so und so viel Kilometer von einem selbst entfernt. Ja, genau, irgendwie so. Ne? Mhm. Ja. Also von daher. Nee, das sind so Sachen, die fand ich irgendwie nie so cool, weil, also umso näher das dran war, umso mehr Unbehagen habe ich eigentlich eher entwickelt und dachte mir, oh, 3 Kilometer. Ach, du ahnst es nicht. Oder man konnte bis 2 zählen und dann sagt man, ja gut, dann ist es halt genau über einen drüber. Mhm. Das hat mir einfach nur Schiss gemacht. Ich fand das überhaupt nicht spannend. Ich finde das auch jetzt noch nicht spannend, um ehrlich zu sein. Nee, also ich kann das wohl ganz normal aushalten. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht, wo ich heute Abend sitze, Fernseh gucke und mir denke, ist doch auch mal ganz nett. Nee, bin ich wirklich weit entfernt. Also müssen wir mit dir jetzt auch noch Gewittertraining machen. Mhm. Nein, ich übertrage das, glaube ich, auch nicht. Aber wie gesagt, ist jetzt weit weg von entspannt. Na gut. Sondern eher so, es könnte auch wirklich schnell wieder weggehen. Geht es ja meist auch. Zum Glück, ja. Ja. Und wer weiß, ob das heute Nacht oder heute Abend wirklich so schlimm wird. Also wenn man dem Wetterbericht glaubt, dann geht ja heute Abend wirklich die Welt unter. Hm. Mit Tornado-Warnung und Starkregen, 100 Milliliter pro, weiß ich nicht, was, was sagt man denn, 100? Quadratmeter sagt man auf jeden Fall, ja, pro Quadratmeter. So, das sind ja Unmengen. Ja. Also wenn das passiert, das ist ja, ja, das wäre ja verrückt. Definitiv. Dann schwimmt ja die Straße weg. Eventuell. Aber lass uns doch mal auf die Vierbeiner wieder zurückkommen. Mhm.
Denn die haben ja eventuell wirklich Probleme damit. Jetzt kommen Gewitter ja meistens plötzlich. Oder sagen wir mal so, dass ich auf jeden Fall nicht ganz so viele Vorbereitungsmaßnahmen treffen kann. Nicht so, dass ich irgendwie auf was hintrainieren könnte, jetzt so ganz ad hoc. Machen wir doch mal so einen kleinen Notfallplan, was wir mit an die Hand geben können, damit es vielleicht für eure Fellnase ein bisschen erträglicher wird. Ja, also wenn es geht, würde ich euren Hund nicht alleine lassen. Mhm. Also nicht wie jetzt eure Katze nach draußen schicken. Das würde ich jetzt mit dem Hund nicht machen. Ganz im Gegenteil, wenn euer Hund draußen eher lebt, dann würde ich ihn vielleicht sogar eher reinholen oder eben in die Behausung reinschicken, wo er draußen immer fest lebt. Manche wohnen ja im Zwinger oder wie auch immer. Aber in jedem Falle würde ich ihn irgendwo geschützt reinholen. Am besten, wenn euer Hund wirklich bei euch zu Hause, also in den vier Wänden mitwohnt. Auf jeden Fall ist versuchen, dass ihr da seid, dass der Hund nicht alleine ist, dass wenn er Panik, Sorge, Unsicherheiten hat, dass ihr Hilfestellungen anbieten könnt. Wenn es geht, Jalousien runtermachen, Vorhänge zuziehen, vielleicht Musik oder Fernseher anmachen, damit so ein paar Nebengeräusche einfach da sind, damit dieser Donner, dieses Grollen vielleicht ein bisschen im Alltagslärm, würde ich es mal nennen, untergeht. Was man natürlich machen kann, ist mit seinem Hund, wenn er ansprechbar ist, schöne Momente haben, trainieren, Knabbersachen geben. So ein Gewitter ist ja manchmal auch nur so eine halbe Stunde oder so. Klar, gibt es natürlich auch so Gewitter, die so 2 Stunden gehen. Man kann nicht 2 Stunden durchtrainieren, das weiß ich wohl. Aber wenn das mal so eine kurze Phase ist, wenn der Hund noch ansprechbar ist, auf jeden Fall für schöne Momente sorgen. Wenn der Hund jetzt aber wirklich völlig aufgelöst ist und irgendwie auch nicht gut ansprechbar ist, zitternd in der Ecke sitzt, dann bietet eurem Hund wirklich einen Rückzugsort an. Das ist dann wahrscheinlich seine Decke, oder? Seine Decke, ja. Und wenn das nicht reicht, dann vielleicht wirklich, wie wir haben früher gesagt, eine Butze bauen. Echt so eine Höhle? Ja, genau. Also irgendwie, ja, wirklich eine Höhle bauen, wo man eine Decke drüber spannt, wo er sich wirklich ganz nach hinten verziehen kann. Das klingt schrecklich, aber manche Hunde ziehen sich auch in die Dusche zurück oder in die Badewanne. Wirklich? Ja, gibt's wirklich. Ja, ist dann ganz schlimm. Silvester ist das ganz oft so. Oder habe ich schon öfter gehört. Warum machen die das? Also naja, erklärt sich gar nicht so. Ganz oft sind ja Badezimmerräume ohne Fenster. Ja. Innenliegend. Also ich rede natürlich jetzt von Wohnungen, ne? Also im Haus ist das eher selten der Fall. Aber dann ziehen die sich in den Raum zurück, wo möglichst wenig Input an sie rankommt. Na gut. Und dann in irgendwas Höhlenartiges, wo sie sich wirklich einfach einkringeln können, wo sie irgendwie vermeiden können, dass von links, rechts irgendwas kommt. Na. Das heißt, bietet eurem Hund wirklich irgendwie so das letzte Loch in der Wohnung oder im Haus an, wo er sich wirklich einfach zurückziehen kann. Da sein, nicht auf ihn einblubbern, also jetzt nicht die ganze Zeit, ach, es wird schon gut und ach, es ist nicht so schlimm und ach, Puppilein und so, das natürlich nicht. Mhm. Dann festigt ihr Ängste, ne? Man kann ja Ängste auch einreden, einstreicheln nenne ich es ja so gerne. Aber einfach für ihn da sein, Sorge tragen, Rückzugsorte bauen, anbieten, ihn vielleicht da aktiv reinschicken, wenn das von alleine auch nicht mehr schafft. Ne? Ja. Oder einfach bei ihm sein, Händchen, Pfötchen halten, was auch immer der Hund halt auch braucht. Ja, und das wisst ihr wahrscheinlich ja eh am besten, was euer Hund braucht. Total, da ist auch jeder Hund anders. Ne? Der eine Hund will auf dem Schoß sitzen und einfach angeklammert am Menschen, der nächste Hund will überhaupt gar keinen Körperkontakt, der noch nächste pennt auf dem Rücken und dem ist das alles völlig egal, der übernächste sitzt zusammengekauert, eingekotet in der Badewanne. Also da geht halt von bis, ne? Was machen wir denn, wenn wir so einen Hund haben, der jetzt eher sich, sag ich mal, akustisch äußert und irgendwie viel fiepst oder sogar richtig einfach ins Kläffen reinkommt? Da hilft es ja wahrscheinlich dann auch nicht, wenn ich die ganze Zeit aus oder aussage. Nee. Also da muss man einmal checken, wo fiepst, wo bellt der Hund? Mhm. Wenn ihr jetzt sagt, ja, der liegt schon auf seiner Decke und der liegt eigentlich schon in seinem Ruheschutzort und er fiepst und bellt da immer noch, ja, dann kann man im Grunde nicht mehr sonderlich viel machen, ne? Dann hat der Hund einfach massiven Stress, dann ist er in der Regel auch eh nicht mehr ansprechbar, er nimmt in der Regel keine Leckerlis mehr, also dann ist es ein Aushalten und dann eher fürs nächste Mal Sorge tragen, fürs nächste Mal gucken, dass man irgendwie die Situation noch verbessern kann. Just in dem Moment, boah, gibt es eigentlich kaum was man ändern kann. Trotzdem für euren Hund da sein, nicht schimpfen, auf gar keinen Fall jetzt auf ihn einreden,
oder gar ja, schlimmere Sachen mit eurem Hund machen, ne? Also das gehört dann da nicht hin. Wenn man jetzt so einen Hund hätte, wie könnte man denn ihn besser darauf vorbereiten für das nächste Mal? Also dann, das Gewitter ist jetzt verzogen, dann ist ja in der Regel nicht so, dass es gleich am nächsten Morgen oder am nächsten Tag wieder gewittert. Das heißt, dann würde ich ganz, ganz aktive Desensibilisierungsarbeit machen. Bedeutet also am PC Gewitter anmachen, ganz laut und da Geräusche sozusagen einspielen und dem Hund, wenn er solche Geräusche hört, die ihn wohlmöglich triggern, ihm dann die Decke anbieten, ihm immer wieder auf seinen Rückzugsort bringen, loben, loben, loben und dann immer weiter die Geräusche steigern, Luftballons knallen lassen auf dem Balkon. Also all das, was möglicherweise diesen Geräuschen eines Gewitters oder Silvester oder was auch immer von lauten Geräuschen nahe kommt, nachahmen, aber immer so, dass er von euch vorher eine Hilfestellung angeboten bekommen hat. Und wenn ihr merkt, euer Rückzugsort, den ihr angeboten habt, der ist es irgendwie nicht, es ist einfach doch die Dusche im Badezimmer, dann ist die das eben. Dann legt er da halt eine Decke hin und dann ist das für den Moment so. Ja. Was man natürlich ganz akut machen kann oder wenn ihr wirklich merkt, euer Hund ist wirklich so schlimm gestresst, dann lohnt sich ein Besuch beim Tierarzt, um natürlich einmal zu gucken, kann man da medikamentös ganz akut einmal nachhelfen. Das muss man aber ganz, ganz, ganz individuell gucken. Und da gibt es jetzt auch nicht, wenn dein Hund so und so gestresst ist, dann lohnt es sich, zum Tierarzt zu gehen und dann kriegt er eine Pille. Auf gar keinen Fall, das ist wirklich super individuell. Hast du noch so vielleicht so einen letzten ultimativen Tipp? Einen ultimativen Tipp ist auf jeden Fall, also ganz oft hört man ja heutzutage, hey, es kommt ein Gewitter am Abend oder am Nachmittag oder wie auch immer. Das heißt, ein bisschen Vorlaufzeit hat man in der Regel. Geht also nicht in der Gewitterzeit mit eurem Hund spazieren. Verlegt euren Spaziergang nach hinten oder nach vorne, je nachdem, in welchem Zeitraum es sich natürlich abspielt. Lasst den Hund nicht alleine. Sorgt für einen Ruheplatz. Sorgt für Ruhe. Dunkelt möglichst ab. Ja, und seid für euren Hund da. Übertragt möglichst positive Energie. Auch das ist einfacher gesagt als vielleicht am Ende getan. Aber alles das, was ihr empfindet, wird euer Hund spiegeln. Das heißt, wenn ihr gestresst seid, ist es der Hund auch. Wenn ihr möglichst entspannt seid, ist es euer Hund auch. Auch das gilt natürlich nicht immer zu 100%, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Aber ja, so einen richtig ultimativen Tipp gibt es nicht. Wie halt so oft, ne? Es ist so super individuell. Ja, wo wir jetzt so viel drüber geredet haben, haben wir dir ein bisschen die Angst nehmen können? Auf jeden Fall. Ich werde nachher mich in die letzte Ecke meines Hauses verziehen, die Decke über den Kopf machen und mir irgendwas angucken. Schlimm ist dann, wenn der Fernseher anfängt zu flattern und dann das Bild ausfällt. Eigentlich soll man die Geräte ja auch schützen. Aber stimmt, ne? Das sollte man eigentlich auch machen. Naja. Ja. Der Ach, Steffen ist da. Zugegebenermaßen mache ich das auch eher nicht. So, also nicht so oft. Ja. Ist ja auch langweilig dann. Vielleicht ist es auch nachher total cool und ich finde es irgendwie mit Steffen und mit Nala im neuen Haus irgendwie auch total spannend und ich finde es am Ende gar nicht so schlimm. Wer weiß. Wer ich bin froh, dass ich nicht alleine bin. Mir hilft das schon mal total, dass ich nicht alleine bin. Nala hält deine Hand, ne? Nicht du das Pfötchen, sondern Nala hält deine Nala Hand. Nala pennt wahrscheinlich, schnarcht neben mir und denkt sich, boah, ey, die Alte schon wieder, was stimmt mit der nicht? Das ist ein bisschen grummeln hier, ey. Ja, ich bin gespannt, also. Da sind die ganzen Viecher hier auf meinem Hof viel schlimmer, denkt sich Nala wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, wenn ich nachher Zeit, Muße und noch Energie habe, dann nehme ich euch mal mit. Ja, also ihr Lieben, wir hoffen, ihr habt so einen kleinen Leitfaden jetzt für die Sommergewitter mitbekommen und übersteht die alle ganz gut und dann hört es ja auch irgendwann wieder auf mit der Gewittersaison. Ich glaube, das ist einfach auch eine Sache, daran müssen wir Menschen und auch unsere Hunde sich einfach dran gewöhnen. Man muss ja auch sagen, Gewitter treten ja auch nicht ganz so häufig auf. Von daher ist man ja diesem Risiko nicht ausgesetzt, dass man jeden Tag immer wieder in diesen Stress verfällt. Das stimmt. Ja. Wie ist das eigentlich bei euch zu Hause da draußen? Haben eure Hunde Stress oder schaffen eure Hunde das total gut? Habt ihr vielleicht noch ein paar andere total ultimativ coole Tipps? Verratet sie uns gerne. Auf jeden Fall. Vielleicht. Ihr könnt das entweder hier unten reinschreiben. Da gibt es ja jetzt ja so einen Frage-Antwort-Button. Da könnt ihr das gerne reinschreiben. Oder ihr schreibt uns bei Instagram. Unbedingt. Ich bin gespannt.
Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Passt auf euch auf und haltet die Ohren steif. Hunderunde. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.